Ich bin immer noch in meinem Versteck. Jap, jap, jap. Ich weiß, du kannst es schaffen. Komm und such mich, Spikey. Ich singe. Vergiss nicht, Spikey. Achte schön auf deine Schnüffelnase. Du hast mich gefunden, Spikey. Jap, jap, jap. Na bitte, wer sagt's denn? Hallo, Großmutter Langhals. Haben Sie Littlefoot gesehen? Er ist mit seinem Großvater Baumsterne sammeln. Das wird das erste Futterdankfest für Chomper. Ach, wie wunderbar. Ja, und was hat das zu bedeuten? Weißt du, vor langer, langer Zeit lernten alle bei uns im großen Tal, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern. Und jetzt feiern wir, dass wir so gut als Gemeinschaft zusammenhalten und nicht mehr vor den Scharfzähnen Angst haben müssen. Verstehe. Scharfzähne können manchmal ein großes Problem sein. Ja, sie sind furchtbare, grässliche Kreaturen. Ich such dann mal Littlefoot. Oh, ich hab doch nicht ihn gemeint. Chomper? Ach je. Hä? Hier drüben, Chomper. Wir haben die allerbesten Baumsterne für das große Futterdankfest gefunden. Willst du uns helfen? Nein. Wir Scharfzähne können die guten von den schlechten Baumsternen nicht unterscheiden. Als ich ein Nestling war, haben uns Scharfzähne daran gehindert, Baumsterne zu futtern. Ja. Wir mussten uns mit Sumpfpflanzen begnügen. Igitt. Hey, Chomper, los, komm! Du willst doch wohl nicht das Fest verpassen, oder? Ich denke nicht. Nichts als Grünfutter. Chomper, setz dich zu uns! Kommt, Kinder, ich möchte nicht, dass ihr mit einem Scharfzahn spielt. Vielleicht sollte ich doch ins geheimnisvolle Jenseits zurückkehren. Hier will mich ja niemand haben. Oh, nein, nein, nein! Im geheimnisvollen Jenseits bist du nicht sicher, Chomper. Da gibt es lauter böse Scharfzähne. Wie Rotklaue. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch ein Scharfzahn. Ja, aber du bist ein netter Scharfzahn. Und du bist unser Freund. Du bringst uns Sachen bei, die du weißt. Wie heute. Du hast Spike beigebracht, seine Schnüffelnase zu benutzen. Ja, da hast du recht. Du bist ein sehr guter Lehrer, Chomper. Doch, das bist du, das bist du. Hey. Wenn ich Spike beibringen kann, seine Schnüffelnase zu benutzen, vielleicht kann ich dann den Scharfzähnen auch beibringen, nett zu sein. Oh, ich glaube nicht, dass du... Danke für die tolle Idee, Ducky. Du hast wirklich was drauf. Wenn ich die Scharfzähne dazu bringe, Freunde zu sein, dann ist das geheimnisvolle Jenseits genauso schön wie das große Tal. Thank you.
Hat jemand Chomper gesehen? Ich habe überall nachgesehen, aber sehen konnte ich ihn nirgendwo. Er ist vorhin weggegangen. Er hat irgendwas gesagt von Scharfzähnen beibringen, Freunde zu sein. Scharfzähnen? Freunden? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wir sollten ihn lieber schnell suchen. Wie wollen wir das denn anstellen? Spikey kann ihn erschnüffeln. Mich hat er mit seiner Schnüffelnase auch gefunden. Dann kann er das bei Chomper auch machen. Ich glaube nicht, dass Spike irgendetwas erschnüffelt, was er nicht futtern kann. Doch, er kann's. Chomper hat ihm gezeigt, wie das geht. Ich dachte, ich würde schneller einen Scharfzahn treffen. Was soll's? Dann suche ich mir eben morgen einen Scharfzahn. Jetzt mache ich erstmal ein Nickerchen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Richtig. Ihr sprecht Scharfzahnisch. Gefunden? Aber klar hat er was gefunden. Was zu futtern. Nein, seht doch mal. Spikey hat Fußabdrücke gefunden. Chomper! Hey, endlich mal jemand in meinem Alter. Das ist schon besser. Hallo, du da. Wollen wir Freunde sein? Wenn wir Freunde sind, können wir Fang spielen. Ich werfe und du fängst. Na. Ups. Na ja, du bist ja noch ein Anfänger. Hey, nicht so wild. Wir essen unser Futter, nicht unsere Freunde. Au! Hey! Hey, warte! Scharfzähne zu unterrichten ist schwieriger, als ich dachte. Oh,
Ein weißer Berg. Dann werden mir die Schafzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Ist das kalt? Oh nein! Chomper-Laute klingen genau wie Chomper. Ja, nichts wie hin. War wohl doch keine so gute Idee, Schafzähne im geheimnisvollen Jenseits zu unterrichten. Das ist doch Littlefoot. Hallo! Hallo! Chomper! Wo bist du? Ich bin hier unten. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich bin. Spikey, bist du das? Spikey! Du kannst mich finden. Denk daran, deine Schnüffelnase ist alles. Vergiss Augen und Ohren. Wie wollen wir zu ihm runterkommen? Das ist ein schlechter Zeitpunkt zum Essen, Spike. Wir versuchen gerade rauszufinden, wie wir... Spike! Schnell nach oben. Das war wirklich toll. Stark. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht, Chomper. Ja, das haben wir, das haben wir. Wir haben überall geguckt, ob wir dich finden, aber wir konnten dich nicht finden. Also mussten wir dich erschnüffelschnüffeln. Du hattest recht, Ducky. Ihr seid meine Freunde. Und diese Schafzähne gehen mich wirklich nichts an. Sie wollen sich nichts beibringen lassen. Das klingt gar nicht gut, Freunde. Wir müssen von hier verschwinden. Erdschüttel! Was machen wir jetzt? Hier können wir nicht bleiben. Das steht fest. Wir müssen springen. Los! Wir müssen den Berg runter und zwar schnell. Komm, Freunde, rutschen! Rutsch, Spike, rutsch! Ja! Die nicht rutscht, lieber es fliegt! Ich werde auf keinen Fall den Berg hinunterrutschen. Es muss einen besseren Weg geben nach unten zu. Oh. Hey, wartet auf mich! Sehr bitte. Ich habe so viel von dem harten Wasser geschluckt, dass es für den Rest meines Lebens reicht. Wenigstens sind wir am Leben und können den Rest unseres Lebens erleben. Wir müssen schnell von hier weg. Es sei denn, Chomper will Rotklaue noch ein paar Manieren beibringen. Oh nein. Leider schaffe ich es nicht, dem Schafzahn Manieren beizubringen. Das liegt wahrscheinlich nicht an dir, sondern an dem Schafzahn. Egal, machen wir, dass wir nach Hause kommen. Du hast das Futterdankfest verlassen, bevor wir dir dein Geschenk geben konnten, Chomper. Wir haben deine Lieblingsfuttersachen gefunden, das, was du am liebsten futterst. Wow, danke, Freunde. Will jemand was abhaben? Ugh.
Ha, 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 ha